Schönen guten Abend. Hier sind die Dorperschafe. Oh, die kommen aber auf einmal ganz nahe. Wollt ihr groß aufs Bild kommen, ja? Ja. Das ist ja schön. Schnupperst du an meiner Hand? Jetzt schnell weg. Ja, ich wollte eigentlich berichten vom dritten Tag mit meinen Dorperschafen. Ich kam gerade an und da waren die voll lebendig und sind hier um diese grüne Weidehütte gerannt. Immer im großen Bogen mit viel Platz drumherum gerannt und dann wieder rein, von der Seite reingelaufen und dann wieder raus und andersrum. Und dann so komisch gehopst, so mit allen vier Beinen gleichzeitig hoch. Und scheinbar hatten die Schafe irgendwie voll den Spaß. Und haben mir auch den weißen Stuhl da umgerannt, wie man sieht. Den habe ich mir mitgebracht, um mich hier hinzusetzen schon mal. Ja, und wie ihr seht, bisschen Kraftfutter, aber nur ein paar Körner gefressen. Und also vorhin gerade am Abend. Und schon fängt das große Grasen an. Warum jetzt alles wegläuft, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall. Das große Grasen fängt an. Und die grasen und grasen und grasen und haben scheinbar Spaß am Grasfressen. Mehr wie an allem anderen. Und ja, kann ja nicht schaden. Ich glaube, Gras ist gesund. Okay, ja, ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, dass ich die 10 Schaflämmer, die hier sind, mit der Zeit noch ein bisschen zahmer kriege. Es dauert halt, wenn ich jetzt irgendein ganz tolles, leckeres Leckerchen hätte, wo die total drauf stehen würden, dann wäre es einfacher, klar, aber so dauert es länger. Ah, ich glaube, wenn ich mit den Schäfchen rede, dann fühlen die sich auch irgendwie noch angesprochen. Nicht wahr? Aber irgendwie fühlen die sich scheinbar wohl hier und alles ist gut. Und wir grasen im Sauseschritt. Alles klar, bis dahin, einen schönen Abend und macht es gut.